Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier im Pachtbildschirm, um nochmal zu gucken. Also Feld 68 würde Pachtkosten von 6.142 Euro haben plus diese zweimalige. Ne? Also wenn ich jetzt hier auf Pachten klicke, dann... Für 61.000 Pacht... Oh, muss ich 10% sogar bezahlen? Ach, nee, dann ist es, dann ist gestorben. Dann hat das keinen großartigen Mehrwert. Warum? Zeige ich euch ganz kurz in der Bildschirmaufnahme. Und zwar hier sieht man das. Ertrag für Feld 68 bei Grundpreis, Höchstpreis, Mittelwert. Und da sieht man, dass wir hierbei zum Beispiel, wenn wir Hafer mal auswählen, einen Ertrag zwischen 87 und 122.000 Euro erwirtschaften würden. Die Pacht hier oben, das ist quasi der Pachtbetrag, den ich jetzt ausgerechnet habe. Ich bin von 2% Anzahlung ausgegangen und nicht von 10% Anzahlung. Ja, okay. Von daher stimmt dieser Betrag nicht. Also selbst da würden wir dann halt eben hier beim Hafer maximal im Höchstpreis 122.000 rausbekommen. Das heißt, ich bin von 2% ausgegangen. Warte mal, das kann ich, glaube ich, hier ist 14 mal. Wenn ich 10, dann ist das 22 mal dieser Wert. Und der ist auch noch zu klein eigentlich, denn wenn es 141.000, was mich die Pacht im Jahr kosten würde. Uff. Nee. Dann sind wir da raus, würde ich sagen. Dann haben wir, hat sich das eigentlich schon erledigt, ob die Pacht gut oder nicht gut ist. Ich glaube eher, sie ist dann nicht, also zumindest erst nach 5 oder 6 Jahren gut für unseren Geldbeutel und würde uns mehr oder minder nur belasten, wenn wir jetzt natürlich sagen würden, okay, wir pflanzen da was drauf, wie Sonnenblumenöl, was dann durch die weitere Produktion dann, also wenn wir Sonnenblumen drauf machen würden. Moment, Produktion gucken wir hier mal in der Ölmühle. Zum Beispiel bei Sonnenblumen hätten wir eine Wertschöpfung von 1,32, das wäre bei Raps sogar noch mehr. Also ein Drittel mehr ungefähr. Wir gucken wir nochmal in die. Ein Drittel mehr bei Sonnenblumen. Sonnenblumen hätten wir jetzt. Ich schalte nochmal um die Ansicht. Moment. Bildschirmaufnahme da. So. Also bei Sonnenblumen zum Beispiel, wenn wir es jetzt machen würden, hätten wir jetzt auf einen Hektar 12.000 und bei Raps hätten wir ähnlich. Also würde ich den eher Raps nehmen, weil Raps hat die höhere, den höheren Faktor bei den Einnahmen 1,36 zu 1,32. Erlöse Hektar wären 17.000, sieht man hier hinten auch, also deutlich höher anstatt 16.000. Nach welchen Preisen das berechnet, das weiß ich nicht, aber das ist erstmal das, was wir da hätten. 17.000 ist nach Maximalpreis, also damit hätten wir den Maximalpreis, genau. 1,36, okay, ja, das passt ungefähr. Wollen wir hier Raps und Sonnenblumen, ja, kommt ungefähr beim gleichen hin, genau. Das können wir ja mal dann ganz kurz hier hinterschreiben mal. Ist gleich das mal 1,36. Was habe ich jetzt gemacht? Warum ist das Error? Ein Komma hinschreiben. Kein Punkt. Nein, bitte nicht. Und dann ziehen wir das mal durch hier, die drei Felder. Da hätten wir 164.000. Ja, okay. Also wenn man es wieder weiter veredeln würde, dann hätten wir sozusagen die Möglichkeit, da Gewinn rauszuschlagen. Ja. Ja, also das ist quasi... Moment, jetzt müssen wir hier auf... Genau, so. Das ist quasi die momentane
Grundlage dessen, weswegen es eigentlich nicht geht. Also wenn es so viel zu teuer wird, dann geht es wirklich nicht. So, das wollte ich nicht anmachen. Ich wollte jetzt hier hingehen und ich wollte ganz gerne die Eier auslagern, damit wir die Eier nämlich heute verkaufen. Beim Dings. So, Eier haben wir 15 Paletten. Ich möchte gerne auch 15 Paletten auslagern. So. Dann sollten hier 15 Paletten Eier stehen. Das sollte ordentlich Geld bringen. Und wir haben noch am... So, jetzt hängen wir erstmal ganz kurz den schnellen Trecker hier dran und nicht den langsamen. Damit wir auch schnell wieder zurück sind. Ja, also wie gesagt, das war jetzt so die Überlegung des Ganzen. Wir müssen dann auch noch gleich Dings machen. Da war es schon, der schnelle Trecker. Wir müssen auch noch die Wasserfahrten machen. Das werden wir dann jetzt heute noch machen. Ja, also wie gesagt, also wenn das... Das kostet halt zu viel. Also 10% obendrauf. Da muss man es wirklich veredeln. Ja gut, ne? Es wäre... Und dazu muss man aber sagen, dass das Feld nur... Ich glaube, ich kann Raps jetzt sowieso nicht mehr machen. Ich Raps nicht mehr auslegen kann. Oder? Kann ich Raps überhaupt noch auslegen? Nein, kann ich schon gar nicht mehr. Ne? Raps hätte jetzt im September ausgelegt werden müssen. Sonnenblumen würde nochmal gehen. Ja, aber dann brauche ich auch das andere Schneidwerk dafür. Und dann, selbst da wird es dann halt eben sehr, 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 sehr schwierig werden, das gut hinzukriegen. Nee, ich glaube, das... So schön wie es wäre, so schlecht ist es dann nachher am Ende doch. So, da über den Trigger darf ich jetzt nicht drüber fahren, weil dann wird es gleich wieder eingeladen. So. Und haben wir noch zum Hühnerstall hin. Holen wir uns da die Paletten Eier und dann werden wir die ganzen Eier loswerden und verkaufen. Und das bringt jetzt richtig Schotter ein. Also da, das kann man jetzt wirklich sagen. Da bringe ich zum Schotter. Da kriegen wir jetzt richtig gut Kohle gleich. Da freue ich mich auch schon drauf, weil Eier sind wirklich... Also die machen richtig viel Geld. Interessanterweise ist auch unten angegeben, was man quasi mit Gerste und so weiter, wenn man das den Hühnern verfüttert. Also bei Eier würde man pro Hektar einen Ertrag von über 300.000 erzielen. Im Grundpreis im Mittelwert 470.000. Bei, glaube ich, das nächste war Wolle. Da würde man bis in die Millionen kommen. Gut, ne? Also wenn ich jetzt wirklich dort halt die ganze Zeit Gras drauf machen würde und so viele Schafe hätte, dass ich da Wolle draus produziere. Allein aus der Wolle würde ich so viel Geld machen. Wenn ich das dann durch exerziere bis hin zu dem anderen. Aber da müsste man wirklich riesengroße Schafsfarmen haben. Dann könnte sich das lohnen. Übrigens, Feld 71 ist noch teurer in der Pacht. Das heißt, das wird sich auch noch weniger lohnen. Ja gut, der Mod soll ja nicht dazu... Na ja gut, dann ist der Mod wirklich fair, dass er dann halt ihm wirklich sagt, okay, du brauchst die Fläche, weil du die Frucht brauchst, um Produktion am Laufen zu halten, um Produktion in Gang zu bringen oder irgendwas dergleichen. Dann ist das wirklich fair, dass man das so macht. Dann habe ich auch, also hätte ich auch überhaupt nichts dagegen und würde das auch machen. Und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir machen das, weil wir mit den Sonnenblumen dann... einfach die Ölmühle in Betrieb nehmen wollen und dann dort den Gewinn aus dem Sonnenblumenöl herausziehen und wir dann auch Raps dementsprechend noch haben und das auch noch da reinbringen, dass da zwei Produkte dann halt gleichzeitig drin arbeiten und veredelt werden, dass sich auch der Kaufpreis von der Ölmühle relativ schnell wieder reinbringt, dann wäre das natürlich was, aber jetzt einfach nur, um dort eine Frucht drauf zu bringen, die ich dann verkaufen will, lohnt es sich nicht. Also das lohnt sich nur auf einfach dann. Aber jetzt in dem Zusammenhang, so wie es hier ist, würde sich es absolut nicht lohnen. Also da würde selbst im Maximalpreis würde ich quasi genau das rauskriegen, was die Pacht mich kostet. Und dabei habe ich noch nicht die Arbeit wieder reingeholt. Dabei habe ich noch nicht das Saatgut drin, das Düngemittel wieder drin und ähnliches. Ne? Also
So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Da sind wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen weit weg vom Trigger, aber den können wir ja verschieben. Mit, ich glaube, Umschalt links U und irgendwas war das, ne? Moment, F1, was war das? Steuerung rechts. Rechte Steuerung, das ist das hier. So, kann es da ein bisschen auf den Trigger schieben. Dann laden wir das da aus. Und dann werden jetzt hier ganz langsam ganz viele Eier dort losgehen. Und wie ihr seht, also das Eiergeschäft, das lohnt sich richtig. Das ist jetzt knapp ein Jahr Eier verkauft für 63.200 und 23 Euro plus 7.714 Euro Umweltbonus. Das Eiergeschäft lohnt sich wirklich. Also einen zweiten Hühnerstall zu machen und unsere Gerste da reinzuschmeißen und dann nochmal 60.000 extra verdienen. Ich denke, ohne Frage, sollten wir so schnell wie möglich machen. Einfach nur der Kohle wegen. Weil du machst da so Unmengen Geld mit. Dann teilen wir unsere Hühner einmal auf die Hälfte da rein und dann refreshen die sich sowieso. Und dann sind beide Ställe gleich voll und dann gehen da die, gehen die, geht das Eierpupsen richtig los, hätte ich fast gesagt. Das Eierlegen. Und da, also kannst du einfacher kannst du aus Gerste nicht Gold machen. Ne? Das ist wirklich eine enorme Vermehrung des Geldes. Gut, alles klar. Das hätten wir soweit geschafft. Und auch verstanden jetzt. Also theoretisch könnte ich jetzt das Feld sogar pachten, hätte genügend Kleingeld. Aber wir legen das Geld lieber auf der Bank an. Ich gucke auch gleich noch, ob wir noch irgendwas verkaufen können in diesem Monat. Viel wird es nicht sein. Aber ja. Gut, das erstmal zur Klärung. Also, die Pacht lohnt sich wirklich nur, wenn man damit eine Veredelungsanlage in Betrieb halten will, die dann auch mit dem Ganzen, was man da anliefert, umgehen kann, das alles abbauen kann, das alles veredeln kann. Und wir denn das veredelte Produkt dann verkaufen können. Aber eher nicht. Also wirklich, das ist wirklich denn, wenn man wirklich. Also das Problem ist ja wirklich, gut, klar, im zweiten, dritten, vierten Jahr irgendwann lohnt sich's doch, ne? Weil man dann die generelle Ausleihgebühr immer kleiner wird pro Jahr, also der Anteil daran. Das könnte man jetzt nochmal hochrechnen auf die nächsten 10 Jahre, inwieweit das dann Gewinn bringt. Aber dann muss man wirklich 10 Jahre das Feld bestellen und 10 Jahre lang das Feld mit guten Einnahmen haben und ähnliches. Aber, also ich meine, es ist ja sowieso einigermaßen so gebalanced, dass man so einigermaßen gleichmäßige Einnahmen hat mit den Grundfrüchten. Jetzt habe ich dann die Deichsel da so verschoben, dass ich da wahrscheinlich gar nicht so schön dran komme, wie ich müsste. Ich will nämlich noch Wasser holen. Einmal für die Rindviecher oben bei der Mast, die noch, glaube ich, 3 Monate jetzt da sein müssen. Oder 2 Monate, damit das was wird. Und bei den Schweinen habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, wie ich das gedacht war, warum ich das gedrittelt habe. Da habe ich mich kurz gewundert. Und zwar ist das so gedacht, dass ich natürlich nach 4 Monaten den ersten Wurf wieder verkaufe, den anderen Wurf dann auch nach 4 Monaten verkaufe. Und dann haben wir, glaube ich, dann ist das der dritte, der dann weiterleben muss, damit dann zur richtigen Zeit wieder was nachgezogen werden kann. Und ich glaube, einmal müssen wir dann 2 Monate Schweine verkaufen oder so. Aber ich denke, das sollte dann auch kein Problem sein, damit wir dann genügend Platz im Stall haben. Da habe ich auch nochmal nachgeguckt, nach der Planung, wie das sich mal überlegt wurde. Ja. Also, wie gesagt, da haben wir mit der Pacht, also mit der, dass die Pachtgrundgebühr so hoch ist. Also, wäre die Pachtgrundgebühr jetzt wirklich das gewesen, was ich geglaubt hätte, nämlich nur 2%, nicht 10%, dann hätte ich das nämlich jetzt auch durchgezogen, dann hätte ich das wirklich gemacht, weil ich gesagt hätte, okay, ich habe vielleicht eine Nullrechnung dabei, aber ich habe die ganzen Sachen dafür da und ich habe dieses Feld schon bestellt, ich habe meine Zeit sinnvoll und ein kleiner Gewinn bleibt bei hängen, aber so, so halt nicht. So halt wirklich nur mit Ölfrucht, das sind wirklich, ja. Ja, also, ja, das muss man dann wirklich angucken. Also bleibt es wirklich eigentlich nur über
dort wirklich dann Öl rauszumachen, dass man dann so, dann hätten wir laut Tabelle, die da jetzt ist, 165.000 Einnahmen von der Fläche und sie würde uns 140.000 kosten, plus das Saatgut fürs Raps, plus die Aberntung des Raps, wenn wir jetzt wirklich Raps nehmen, aber wie gesagt, dann hätte ich das Feld schon längst haben müssen, weil ich kann keinen Raps mehr auslegen. Das geht gerade nicht mehr. Naja, gut. Schade, schade, Limonade. Aber so ist es. So ist es leider nochmal. Wie gesagt, so einen zweiten Hühnerstall, den müssen wir uns da unbedingt noch anlegen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir den oben neben den Schafstall noch einen Hühnerstall hinkriegen. Weil besser kannst du das Geld nicht verdienen. Also wirklich. Besser geht nicht. Oder da, wo jetzt unsere ganzen Dings stehen. Oder hier oben. Noch einen Hühnerstall irgendwo mit hinflaken. Also Wolle macht richtig Geld. Achso, warte mal, ich will das Wasser hier abliefern. Wolle macht richtig Geld. Vor allen Dingen, wenn man es dann noch in Kleidung investiert. Stehe ich nicht gut auf dem Trigger? Ah, Mist. Jetzt fangen wir halt nochmal an. Kein Problem. Machen wir hier eine 8. So. Ups. Jetzt stehen wir gut auf dem Trigger. Oh, kommen Sie gleich an hier. Frisches Wasser gibt's. So. Und dann bringen wir das Restwasser jetzt zum Gewächshaus und dann fahren wir noch einmal los und holen nochmal einen Hänger voll für die anderen Gewächshäuser und werden dann die Gewächshäuser nochmal ein bisschen befüllen. Aber die 5000 Liter, die gebe ich jetzt auf einem drauf und beim anderen mache ich dann jeweils 4000 Liter rein und dann sollte das erstmal wieder klappen. Die nächsten 2 Monate. Ja, ich habe übrigens noch geguckt, wie ich aus Rüben, also aus Zuckerrüben Schnitzel kriege. Das hat nämlich den charmanten Vorteil, dass man aus Zuckerrüben, wenn man dort Schnitzel draus macht, den Gewinn um so ein Drittel, eigentlich um 2/5 verbessert. Also von 25.000 auf 35.000. Wenn ich das richtig gesehen hatte, wo der Zuckerrüben und Zuckerrüben-Schnitzel Unterschied war. Ja, also das, ja genau, da steht es. 25.300 zu 35.000 beim Normalpreis. Im Mittelwert natürlich dann deutlich mehr. Aber ja, das wäre so gar nicht mal so schlecht, dass wenn ich die nächste Zuckerrübenernte habe, dass ich die Zuckerrüben, die ich mir aufgehoben habe, einfach zu Schnitzel mache und dann verkaufe oder so. Ich weiß nicht, wann da die highpreisig sind. Ich denke mal, die Zuckerrüben und Zuckerrübenschnitzel werden. Ich weiß gar nicht, ob ich mehr Zucker rauskriege, wenn ich da Zuckerrübenschnitzel, aber ich glaube, das war nicht der Fall, ne? Die Anzahl der Zucker oder das erhöht sich ja nicht. Oder ist das Verhältnis in der Zuckerfabrik ein anderes, wenn ich das Schnitzel hinbringe? Wir gucken mal. Zucker aus Zucker im Schnitzel ist 5 zu 3 und hier ist 2 zu 1. Also ich krieg mehr Zucker raus. Kostet aber 15.000 die Einheit dafür. Ich krieg mehr Zucker raus. Und ich könnte noch ein zweites dann, ne? Den hätte ich natürlich wirklich eben nicht viel Zucker, aber ich meine, den kann ich ja natürlich auch teuer verkaufen. Das ist wie beim Mehl, ne? Ich hätte eh nicht viel Mehlmöglichkeiten, aber ich kann es natürlich auch massiv verkaufen. Nun gut. Denken wir da noch drüber nach. Noch ein wenig. Ich muss das Mehl oben sowieso einmal abholen, damit die ganze Hirse, die da oben drin liegt, mal zum Mehl wird.
Ja, das müssen wir auch noch machen. Mal schön die Luftdruckbremse leer spielen. Das habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, in irgendeinem American Truck oder Euro Truck oder dieses 18 Beats of Steel oder wo das war. Da konnte man auch die Luftdruckbremse einstellen und da habe ich das auch mal eingestellt. Da war das bei dem deutschen Pendant, was da jetzt gemacht wurde. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Irgendwo wurde es jemals gemacht, dass man die Druckluftbremse hatte und dann die habe ich dann mal leer gespielt. Ich habe so oft die Bremse sozusagen betätigt, so dass ich dann irgendwann die Bremse leer gespielt hatte und das Fahrzeug dann halt eben mit angezogener Bremse da stand, weil wenn die Druckluftbremse keine Druckluft hat, dann bremst sie. So, zur Sicherheit wegen, wenn der Hänger mal abreißt und so. Da war. Wie mir erzählt, das wisst ihr sicher alles. Nee, ich wollte aus Trecker fallen und nicht ihn anschalten. So, gut, dann würde ich sagen, ist das Tagwerk vollbracht. Wir haben wieder ein bisschen was gelernt. Die Bachgebühr ist doch höher, als ich dachte. ja. Ich gehe nochmal in mich, ob ich es nicht vielleicht für die Sonnenblumen doch tue. Dass ich das Feld pachte, dass ich Sonnenblumen draufbringe, die Sonnenblumen zu Öl machen, dann muss ich das Ölding kaufen für 80.000. Naja, gut. Wie weit komme ich jetzt gerade mit dem Geld? Bis 107.000. Das ist ja gar nicht mal so viel. Na, da müssen wir jetzt sowieso erstmal noch sparen. Also da ist das ist momentan nicht drin. Also Sonnenblumen sind nicht drin, weil ich noch ein neues Schneidwerk brauche. So, wir wollten noch gucken, ob wir noch irgendwas verkaufen können. Aber ich glaube, da ist nichts. Aber hier Zucker im Schnitzel, das müssen wir unbedingt mal in Betracht ziehen. Die kriege ich übrigens auch nicht in die Regale rein. Das, oder ins Lager dort rein, oder? Können wir mal gucken, aber ich glaube, das war auch nicht drin, ne? Wo sind die Lager? Da. Traubensaft. Konfiguration. Sieht nicht so aus, als wenn da irgendwo Zuckerrübenschnitzel dabei steht, ne? Hackschnitzel steht da, ja. Ach, Zuckerrübenschnitzel steht da nicht dabei. Na gut, ich meine, das kann ich da ja auch vor Ort dann herstellen, ne? Also ich meine hier, wenn ich jetzt mal gucke, Zuckerrübenschnitzel, wenn ich hier, ups, hier Ernteaufträge, ja. Oh, da hätten wir denn hier noch einen. Wir haben noch einen Sonnenblumen-Ernteauftrag. Sojabohne, wo war denn hier? Baumwolle? War nicht noch irgendwo ein. Ne, war keine mehr, okay. Kein Rübenauftrag mehr dabei. So, bei den Viechern gibt es auch nichts Neues zu erzählen. Ne, dann bin ich durch. So, Verkauf, wollte mal gucken. So, was haben wir denn noch hier? Milch verkaufen wir sowieso nicht. Wie sieht es aus mit dem Käse, den ich produziert habe? Januar, da wäre jetzt auch schlecht. Aber muss man jetzt nicht verkaufen. Butter muss man jetzt auch nicht verkaufen. Kuchen, nee, muss man auch nicht verkaufen. Brot im Dezember dann verkaufen für 3.200. Da haben wir dann genügend wieder. Sonst habe ich nichts weiter hier. Was man hier alles, ne? Separierte Gülle. Eisenerz, Bilderrahmen, also ich sag mal, dieses ganze Holzgelöt, was dazugekommen ist, da geht natürlich einiges. Ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Sägewerk, was da hinten steht auf der Karte, also was, hier ist ja glaube ich irgendein Sägewerk, so eine Sägewerkproduktion, so Schreinerei, suchen, ich glaube, da kann ich jetzt nicht gucken, was die produzieren kann oder so, ne? Kann ich das irgendwie angucken? Nee, kann ich mir nicht angucken, ne? Nee. Aber das ist natürlich, ne, das wäre natürlich was. Aber ich sag mal so, mit dem Holzzeug, da bin ich natürlich jetzt ein bisschen raus. Theoretisch hätten wir ein paar Bäume, die wir da hinbringen könnten oder so, aber das macht es ja jetzt auch nicht wirklich. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.